Bruder, wie kannst du nur? Deine Frau ist deine Ermahner. Und auf sie musst du aufpassen. Du musst, und ich betone, du musst, und ich betone, du musst. Und ich betone noch einmal, du musst auf sie aufpassen. Du kannst sie nicht einfach einsperren oder sie machen lassen, was sie will. Und im schlimmsten Fall schlägst du sie noch, weil sie dir sagt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbeten sollst. Schlägst du sie, weil sie Angst um dich hat, weil sie dir deine Wäsche macht, weil sie für dich kocht. Schlägst du sie? Oder doch, weil sie, wenn du mal krank bist, von morgens bis abends an deiner Seite ist und dich verpflegt. Deswegen schlägst du sie? Ich warne dich. Vielleicht bist du schon der Vater einer Tochter. Und vielleicht wird es noch der Fall sein, inshallah. Und ich bin mir sicher, weder möchtest du, dass deine Mutter geschlagen wird, noch möchtest du, dass deine Tochter geschlagen wird. So möchten die Familienangehörigen deiner Frau auch nicht, dass du sie schlägst. Und das ist die Sache. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.